soziale Banditen, wie eigentlich alle anderen Formen von Kriminalität, sind häufig auch ein letzter Ausweg und im Endeffekt da auch eine Überlebensstrategie gewesen. Gleichzeitig gab es da sicherlich auch sehr große Unterschiede, wie ehrbar dann diese jeweiligen Banditen waren oder sind, wo dann natürlich auch es immer wieder Fälle gab, wo Leute das einfach auch für ihr eigenes Wohlbefinden primär genutzt haben. Erschoss er dann den kommunistischen Offizier, nachdem dieser 80% seiner Kameraden in den Tod geschickt hat, wo man jetzt sagen könnte, nun gut, verständlich. Diese Heldengeschichten, die es dann im einfachen Volk gibt, das sind auch unsere Heldengeschichten. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über das wahrscheinlich etwas besondere Thema, nämlich über soziale Banditen. Stellt sich ja jetzt erstmal direkt die Frage, was meinen wir da eigentlich mit? Was ist ein Bandit? Worüber wir heute sprechen wollen, ist auch ein wenig anders, als wie wir es in der Kriminalitätsfolge gemacht haben, wo wir ja schon recht umfangreich über mafiöse Strukturen, über Kleinkriminalität gesprochen haben. Heute wollen wir uns nämlich den Banditen widmen, die wir so ein bisschen vergessen haben, nämlich denen, die auch soziale Funktionen erfüllt haben, die teilweise in revolutionäre Strukturen eingebunden wurden. Bei dem Ganzen geht es ja auch so ein bisschen um dieses klassische Bild von dem noblen Dieb, von dem Rächer der Armen, von diesem ganzen Robin Hood-Mythos. Vielleicht unterscheiden wir dann erstmal den Banditen von der normalen Mafia, von den Kleinkriminellen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber was man bei dem Ganzen festhalten kann, ist, dass die Leute, die als Banditen bezeichnet wurden, meistens sich darauf beschränkten, nämlich nur sogenannte Eigentumsdelikte zu begehen und sich nicht an klassischen anderen kriminellen Wirtschaftsformen zu beteiligen, wie beispielsweise Menschenhandel oder Drogenhandel. Und das ist ja schon mal für uns recht spannend, da wir auch in der Kriminalitätsfolge darüber gesprochen haben, dass diese Eigentumsdelikte ja noch die sind, auf die man sich am ehesten aus einer revolutionären Perspektive beziehen kann. Was dann ganz spannend ist, ist, wenn man sich diese verschiedenen historischen Fälle anguckt, dass es dann häufig bei diesen sozialen Banditen eben im Gegensatz zu den normalen Banditen, die einfach allgemein Überfälle begangen haben, es dann noch ein gewisses Klassenbewusstsein, wenn man es so nennen möchte, gegeben hat. Oder zumindest eine gewisse Ethik oder eine revolutionäre Ethik, mit der drangegangen wurde, nämlich, dass man nur von den Reichen nimmt und dann den Armen gibt, wobei die Armen natürlich dann auch häufig man selber sein kann. Warum das Ganze für uns so spannend ist, ist zum einen natürlich, weil wir einfach dem in unserer Kriminalitätsfolge nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet haben. Zum anderen, weil ich mich jetzt ein wenig einfach damit beschäftigt habe im Zuge von Unisachen. Aber zum anderen auch, weil es noch ein gigantisches popkulturelles Phänomen ist. Es gibt eigentlich in jeder Kultur dieser Welt unterschiedliche Erzählungen von, ja, so einer Art Volkshelden, der im Endeffekt einfach ein Bandit war. Aber auch in den heutigen Medien gibt es das noch ziemlich stark. Also ich glaube, das beste Beispiel, was wir beide ja auch mitverfolgt haben, ist einfach Haus des Geldes. Eine Serie, in der es ja im Endeffekt genau darum geht. Bankräuber, die im Endeffekt ja nur für sich selber arbeiten, aber trotzdem als Volkshelden gefeiert werden. Und weil sie eben ein bestimmtes Ziel, in dem Fall dann die Notenbank und später die Goldreserven des spanischen Staates auswählen, im Volk eben nicht einfach nur als einfache Kriminelle, sondern als Helden angesehen werden. Und die Liste geht ja ewig weiter, wenn wir nur die Robin Hood-Filme nehmen. Rapmusik, wie beispielsweise von Dead Press in Revolutionary But Gangster, wo so etwas thematisiert wird. Oder zuletzt das großartige Red Dead Redemption 2. Ja, und die ganzen... Das Videospiel ist. Das Videospiel. Es sind ja nicht alle hier Videospiel-Nerds, die hier den Podcast... Ja, stimmt, das erkläre ich Haus des Geldes, aber nicht Red Dead Redemption 2. Ja, und es sind immer wieder die gleichen kulturellen Teile, die eigentlich darin ausgelebt werden. Freiheit, Rache für die Armen, Selbstbestimmung der Unterdrückten und vor allem auch Selbstbewusstsein gegenüber den Reichen. Und das ist das, was häufig diese Leute dann eben zu Volkshelden macht. Ja, und du hast es ja auch schon gesagt, die verschiedenen Gründe, warum das Thema für uns interessant ist. Ist es auch aus anarchistischer Perspektive für uns interessant, weil, ich sag jetzt mal, so ein soziales Banditentum eigentlich in allen Teilen der anarchistischen Bewegung auch eine große Rolle gespielt hat und auch in der historischen Arbeiterinnenbewegung sehr wichtig war. Aber natürlich ist es auch, ne, wie du schon gesagt hast, nicht nur für eine anarchistische
Geschichte relevant, sondern in allen Teilen von menschlichen sozialen Strukturen gibt es eigentlich dieses soziale Banditentum in unterschiedlicher Form. Vor allen Dingen kommt das natürlich vor in Regionen, die eher nicht so einer starken zentralisierten Macht, einem starken Staat gegenüberstehen. Also immer, das ist ja auch dann so ein bisschen die Argumentation der eher bürgerlichen HistorikerInnen, die dann auf dieses Phänomen blicken, dass sie also sagen, da ist ja auch was dran, ne, das ist ja nicht komplett von anzuweisen, dass sie eben sagen, okay, in den Regionen, wo eben der Staat schwach ist, als Ordnungsmacht, da werden also auch dann so mafiöse Strukturen, aber auch so natürlich soziale Banditen haben da einfach mehr Raum, um sich ausbreiten zu können. Das ist einfach dadurch natürlich, dass es also einen geringeren Repressionsdruck gibt, dass also es gab ja zum Beispiel auch so Fälle wie jetzt bei der Bonneau-Bande, wo es dann einfach eine schwächer ausgerüstete Polizei am Anfang gab und die Bonneau-Bande über Autos verfügte, aber die Polizei nicht und dadurch konnten halt die ersten Banküberfälle und so weiter mit Autos gemacht werden und dann gab es halt so einen Vorteil. Also das kann man ja auch als im Prinzip Schwäche von der staatlichen Struktur wahrnehmen. Aber ich denke, es hat nicht nur was damit zu tun. Also das finde ich auch noch wichtig, direkt dazu zu sagen, dass es nicht nur diese Frage von, okay, schwacher Staat, starke kriminelle Strukturen oder starke Banditenstrukturen, sondern es ist auch eine Frage von, wie ist denn dieser Staat beschaffen? Also ich denke schon, dass also die sozialen Bedingungen, die es halt gibt, einen sehr, sehr, sehr großen Ausgangspunkt dafür machen, dass es also zu größeren Formen von Banditentum auch kommt. Weil natürlich die Klassenfrage, die materiellen Bedingungen, umso schlechter die für die einfachen Leute sind, umso eher kommt natürlich auch dann eine Kriminalität auf, wo man halt den Reichen auch nehmen will. Und das werden wir auch in unseren Beispielen später, die wir vor euch haben, da genauer betrachten können. Ja, weil das muss man ja auch dazu sagen, die wenigsten Leute nehmen einfach ganz freiwillig und aus purer Freude oder weil es ihnen noch so viel Spaß macht, diese Waffen in die Hand, sondern soziale Banditen, wie eigentlich alle anderen Formen von Kriminalität, sind häufig auch ein letzter Ausweg und im Endeffekt da auch eine Überlebensstrategie gewesen. Und das sieht man ja auch so ein bisschen in dem, wie so klassische Banditenbanden, und hier reden wir eben, auch wenn es kontinuierliches Phänomen in der Menschheitsgeschichte war, vor allem eben von diesen Banditen, wie sie in feudalen oder spätfeudalen Staaten eben so existiert haben oder dann eben an der Zeit zum Umbruch, zum Kapitalismus. Da war es ja so, dass das vor allem sich ähnlich wie dann auch revolutionäre Strukturen zu der Zeit oder Rebellenbewegungen eben vor allem aus landlosen Bauern, die irgendwie ihr Land verloren haben, die enteignet wurden, aus Deserteuren, die aus der Armee geflohen waren, aus Kriegsrückkehrern, die keinen anderen Beruf mehr aufnehmen konnten oder die traumatisiert oder verletzt waren, einfach allgemeine Ausgestoßene aufgrund irgendeiner Art und Weise der Diskriminierung oder tatsächlich auch ein sehr spannendes Phänomen, was es gerade eben in katholischen Gebieten gab, die uneheliche Kinder von katholischen Priestern, die ja nicht existieren durften und die dann weggegeben wurden. Das waren eigentlich so die klassischen Leute, die sich dann in so einer Banditenbande gefunden haben. Und da sieht man ja schon eine Allgemeinheit, dass sie entweder eben von der staatlichen oder adligen Gesellschaft ausgestoßen wurden oder eben, dass sie ihrer ganz einfachen Lebensgrundlage durch Enteignung beziehungsweise durch Krieg dann beraubt wurden. Und wie du ja auch schon richtig gesagt hast, ist es dann auch so, dass das eben gerade nicht nur in Gebieten, wo die staatliche Macht schwach ist, sondern auch zu Zeiten des Umbruchs häufig passiert ist, dass sich solche Banditenbanden etabliert haben. Und da ist ja vor allem eben der Übergang vom späten Feudalismus hin zum Kapitalismus eine ganz zentrale Epoche gewesen, wo es eben dann gleichzeitig auch zu den großen Enteignungen durch den Staat kam und den Aufbruch von dem letzten gemeinschaftlich genutzten Land. Das war natürlich auch schon in der frühen Neuzeit, im Spätmittelalter der Fall. Aber da hat das ja auch nochmal zugenommen, dass es einen nochmal stärkeren Push eben von den Ländern in die Städte gab im Zuge der Industrialisierung, weil eben häufig dann auch diese, wie es dann immer gesagt wurde, unproduktiven Ländereien zu großen Farmen zusammengesetzt wurden und dann eben wieder von Großgrundbesitzern aufgekauft und dadurch natürlich auch wieder sehr viele Leute in eine absolute Armut geworfen wurden, wo dann eben die Überlebensstrategie war, Waffen in die Hand zu nehmen und Raubüberfälle zu begehen.
Ja, und all diese sozialen Banditen, die hatten auch natürlich immer einen gesellschaftlichen oder Ehrenkodex oder wie man das auch immer jetzt bezeichnen will an der Stelle. Wenn man jetzt zum Beispiel natürlich darüber nachdenkt, okay, das sind vielleicht Banditenbanden gewesen, die eher aus einer bäuerlichen Bevölkerung kamen, dann waren sie darin auch oft verwoben, ne? Dass man also aus eben diesen bäuerlichen Strukturen halt heraus agiert hat, auch wahrscheinlich ein Stück weit dann auch oftmals unterstützt wurde von eben dieser bäuerlichen Landbevölkerung, weil eben dann in manchen Beispielen dann eben auch wirklich Enteignungen von Reichen vorgenommen wurden, wo dann auch teilweise die bäuerliche Bevölkerung dann vielleicht auch dann profitiert hat von. Aber natürlich ist es dann auch immer die Frage, wie viel ist dann tatsächlich eben von diesen Beutezügen in die Taschen eben der Beutenden, sagt man das so, Beutenden, der Erbeutenden geflossen. Und wie viel haben sie dann wirklich eben weitergegeben an die, die es am dringendsten brauchen? Natürlich, um so ein Leben in der Illegalität zu verbringen, was dann diese Leute eben meistens gemacht haben, musst du natürlich ja gewisse Geldmittel auch haben, um halt das machen zu können, weil du kannst ja in der Regel eher weniger gut einfach so normal an Lohnarbeiten gehen, je nachdem, in was für einem Grad man das jetzt eben praktiziert. Und dann braucht man natürlich auch gewisse Mengen an Geld, auch um irgendwelche Waffen zu finanzieren oder je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel auch seine Aktionen probiert zu erklären und politisch irgendwie zu vermitteln, dann brauchst du natürlich auch Geld, um Flugblätter zu produzieren, eine Druckerpresse zu haben, was auch immer. Gleichzeitig gab es da sicherlich auch sehr große Unterschiede, wie ehrbar dann diese jeweiligen Banditen waren oder sind, wo dann natürlich auch es immer wieder Fälle gab, wo Leute das einfach auch für ihr eigenes Wohlbefinden primär genutzt haben. Was ja auch wirklich immer mal wieder wechseln konnte, das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Nicht nur gab es wirklich eine unfassbare Bandbreite an unterschiedlichen Arten, manche Banditenbanden, die dann einfach eben nur gesagt haben, wir rauben nur die Reichen oder wir rauben jetzt nur die Invasoren, die Imperialisten aus, hin zu wirklich politischen, in irgendeine Rebellenbewegung, in irgendeine revolutionäre Bewegung eingebundene Banditen, sondern auch verschiedene Fälle wie Pancho Villa beispielsweise, der ja wirklich Zeit seines Lebens da unterschiedliche Abschnitte hatte von tatsächlich sowas, was man jetzt wirklich so einen klassischen sozialen Banditen nennen könnte, hinzu zum Ende seines Lebens dann eher auch Großgrundbesitzer geworden und vor allem auch in seine eigene Tasche wirtschaften. Also da gab es ja wirklich verschiedene Biografien, wo sich das immer wieder geändert hat. Was natürlich dann auch damit zusammenhängt, dass diese Leute einfach großem Druck ausgesetzt sind und dann teilweise für ihre Verhältnisse dann auf einmal auch mal an große Geldmengen kommen können. Pancho Villa ist, um das Ganze dazu noch zu sagen, war ein Verbündeter von Zapata in Mexiko eben. Genau. Und das macht ja auch Sinn, ne? Also, das, wenn man sich überlegt, okay, das sind halt dann überwiegend auch selber arme Leute, die dann eben mit diesen großen Mengen an Geld handeln. Und wir wissen das ja alle im Prinzip, zumindest die wir Anarchistinnen sind, wissen das, dass also ja, jedwede Form von Akkumulation von Macht und dann natürlich in dem Fall auch Geld, weil Geld in dem Fall, also im Kapitalismus auch einfach Macht ist oder du zumindest Geld zur Macht machen kannst und auch einfach aus einer materiellen Sicht her, dass du einfach ein gutes Leben dann für dich willst, wenn du auch vielleicht teilweise seit vielen Jahren der wirklich dein Leben in die Waagschale wirfst auch für etwas, dann gibt's natürlich auch viele, die da einfach mit der Zeit dann halt ja so ein bisschen so eine Drehung in ihren Idealen auch erfahren, was sich einfach durch dann genau diese Umstände, mit denen wir halt dann eben im System auch konfrontiert sind, einhergeht. Ja, absolut richtig. Und natürlich auch noch Einflussnahme von außen. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil, also auch wenn eigentlich dieses Phänomen soziale Banditen ja ganz zentral, wie du am Anfang gesagt hast, von Banditen eben unterscheidet, von ganz ordinären Banditen, dass sie eben einem bestimmten Kodex folgen und der halt in irgendeiner Art und Weise mit Abstufung klassenbewusst ist, es ist ja trotzdem so, dass sich das sehr unterschiedlich auch ausformuliert hat, nicht nur wie politisch sind sie und wie klassenbewusst, sondern auch gegen wen richtet sich das. Und da gab es ja verschiedene Banditen, die sich beispielsweise in nationalistische Befreiungskämpfe haben einspannen lassen. Banditen, die sich eben hinter einen Adligen gestellt haben, der dann vielleicht jetzt mehr religiöse Freiheiten und auch ihrer Region mehr Freiheiten zugesprochen hat, gegen den jetzigen König. Und das muss man dann auch sagen, das hat sich dann auch sehr unterschiedlich ausformuliert, wo wir auch gleich nochmal in ein, zwei anderen Beispielen zu kommen werden. Beispielsweise dadurch, dass dann es auch sein kann, dass sich diese Feindschaft dann beispielsweise einfach gegen die Ausländer
primär richtet, die gerade in dem Land aktiv sind als Großgrundbesitzer und dort eben immer mehr vorrücken und sich dann eher auf die Seite der traditionellen Großgrundbesitzer gestellt wurde, oder dass das dann auch einfach sich häufig eben vor allem in osteuropäischen und westeuropäischen Banditenbanden dann in einem Antisemitismus geäußert hat, dass eben vor allem dann wohlhabende Juden ausgeraubt wurden, wenn es dann in Anführungszeichen, sagen wir es mal so, ein Landsmann war oder ein christlicher oder islamischer Religionsbruder, dass der dann eher verschont wurde, wenn er etwas ehrbar war und man dann eben bei vermeintlichen, nicht dem Volk zugehörigen Teilen dann eben nicht solche Ausnahmen gemacht hat. Das muss man auf jeden Fall noch dabei sagen, weil das auch was ist, was sich immer wieder da durchzieht. Ja, und allgemein kann man das natürlich dann auch als ein Spannungsfeld bezeichnen, eben zwischen diesem Singularismus als bestimmtes Konkurrenzsubjekt, eigentlich ein ganz klassisch kapitalistisches, teilweise dann auch allgemeinherrschaftliches Konzept oder eben Teil eines größeren Kollektivs mit einem gewissen Klassenbewusstsein. Das ist immer wieder was, was sich eigentlich in allen von diesen Banditenbanden immer wieder neu verhandeln musste, weil das muss man nochmal sagen, so sehr es auch diesen Kodex gab, gab es eben nicht immer festgeschriebene, inhaltliche Ideale, auf die man sich bezogen hat. Sondern häufig blieb das dann auch auf einem basalen Gewohnheitsrecht, an das man sich gehalten hat, um halt weiterhin als ehrhaft zu gelten oder teilweise auch einfach wirklich, um diese Vorteile zu genießen, die soziale Banditen dann haben, weil sie eben vom Volk behütet werden und eben als Teil von sich gesehen werden und nicht als die ordinären Banditen, die einfach auch den einfachen Bauern auf dem Weg von einem Feld zum anderen überfallen. Man darf da ja auch nicht mehr vergessen, dass es ja noch mehr Spannungsfelder gibt als diese ganze Frage um Geld, Macht und Anerkennung und all das. Und es geht ja auch darum, dass eben, ja, auch soziale Banditen sind ja in der Regel oder eigentlich alle sehr gewaltvolle Persönlichkeiten gewesen, mussten sie ja zwangsläufig auch in einer gewissen Form sein, um halt das machen zu können, was sie halt machen. Und Wir haben schon mal in der Folge von Gewalt und Militanz, das wird wahrscheinlich jetzt noch häufiger mal fallen, schon gesagt, dass auch Gewalt eben eine Eigendynamik hat, die, wenn du sie über so viele Jahre praktizierst, oftmals auch dann isoliert, ne? Manche der Sozialbanditen waren ja dann noch eher auf sich gestellt oder in ihrer kleinen Gruppe, dass das auch einfach eine Eigendynamik entwickelt, die dann auch eventuell vormals existierende Ideale dann mit der Zeit auch verblassen lässt. Du hast ganz richtig gesagt, noch ein anderes Spannungsfeld ist natürlich auch ein Charakteristikum, was sich eigentlich durch alle von diesen Banditenbanden zählt, sie sind fast ausschließlich Männer. Mhm, ja. Das ergibt sich ja auch aus den Klassen, die ich gerade aufgezählt habe, die ja auch eben häufig einfach nur Männer waren und dann natürlich auch noch mit dem Vorteil, den nicht liierte Männer dann geboten haben, dass sie eben eher dazu bereit sind, loyal zu der Truppe zu stehen, weil sie eben keine Verpflichtung mehr in ihrem Dorf haben, außer eben ihre Eltern oder die Familie, aber eben keine eigenen Kinder und keine Frau. Das führt natürlich auch häufig dazu, dass es dann eben zu sexualisierter Gewalt kam. Ist tatsächlich spannend, dass viele von diesen sozialen Banditenbanden immer auch einen recht strengen Kodex im Umgang mit Frauen und Kindern hatten. Aber trotzdem muss man sagen, dass sich das natürlich nicht immer, dass das nicht immer irgendwie so funktioniert hat. Weil wenn du da irgendwie eine sehr gewalttätige Gruppe an nicht liierten Männern hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass es dann trotzdem im Zuge von irgendwelchen Raubzügen zu Gewaltakten kommt. Da gibt's auch eigentlich ganz gut dokumentierte Quellen drüber, beispielsweise über den Nordosten von Brasilien, wo es sehr viele Banditenbanden gab, wo dann einer der größten Banditenführer, und ich werde jetzt nicht seinen Namen richtig aussprechen, Lampião hieß er, glaube ich. Entschuldigung an alle portugiesisch sprechenden Leute hier in der Community. bei dem es in der Banditenbande eben sehr, sehr strenge Regeln in Bezug auf sexualisierte Gewalt gab, die dann sehr starke Disziplinarstrafen, ich glaube, bis zu dem Tod nach sich gezogen haben, wo dann aber es trotzdem sehr viele Vorwürfe eben bezüglich sexualisierter Gewalt bis hin zu Gruppenvergewaltigung gab. Und das, finde ich, ist dann auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass dann so sehr dieser Kodex auch immer hochgehalten wurde und auch später ja in etlichen Volksballaden, Theaterstücken und so dann und natürlich auch einfach Erzählungen von Bauer zu Bauer weitergetragen wurden, der auch nicht immer so in der Form umgesetzt wurde.
Was ja auch klar ist, weil das muss man, glaube ich, auch jetzt mal an dem Punkt einmal sagen. Wir sprechen auch von einem gewissen Idealbild, dem eigentlich keine dieser Banditenbanden so entsprechen konnte. Gut, aber das ist ja auch für eigentlich fast alle Betrachtungen von Geschichte und Gesellschaft so. Es gibt halt kein Ideal von irgendwas. Aber speziell diese sozialen Banditen sind eben genau in diesem Idealbild drin, ne? Das ist einfach so. Eben, das ist die Sache. Und deswegen ist es ja auch wichtig, da auch mal kritisch drüber zu reden. Ich glaube, vielleicht, also auch natürlich im Anarchismus waren die meisten, also der Großteil der sozialen Banditen, die es gab, waren Männer. Auf jeden Fall. Du hast dich jetzt mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich glaube, dass es im Anarchismus zumindest etwas mehr Frauen als im sonst Durchschnitt des Banditentums war. Also zumindest im Kontext zum Beispiel von der Macht auf China-Bewegung, worüber wir auch gleich dann noch ein bisschen tiefer reden werden. Da gab es also auch einige Frauen, die, also die Mehrheit war natürlich Männer, aber es gab halt einzelne Verbände, einzelne Banden letztendlich, die auch von Frauen angeführt wurden. Das ist auch was vielleicht so eine kleine Besonderheit nochmal ist. Ja, also da hast du natürlich recht. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen logisch, dass sich gerade im Anarchismus, der sich ja auch sehr früh angefangen hat, eben mit der Frauenfrage auseinanderzusetzen, mit feministischen Thematiken, dass es dort dann auch viel häufiger den Fall gab, dass es eben Frauen an der Spitze oder auch einfach als Teil von solchen Verbänden gab, weil die sonstigen Fälle von sozialen Banditen, die eben nicht aus einer direkten politischen Perspektive entstanden sind, sind ja auch aus einer zutiefst konservativen und traditionell geprägten christlichen oder islamischen Feudalgesellschaft gekommen. Also zumindest die wir jetzt betrachtet haben. Natürlich gab es überall auf der Welt dieses Phänomen von den Banditen. Aber da ist es ja klar, dass sich das dann häufig auch eher aus Männern gespeist hat. Tatsächlich muss man aber auch noch dazu sagen, dass es ein anderes spannendes Phänomen gab, dass wenn Frauen Teile waren, es auch einige geschichtliche Beispiele gab, wo sie gerade eben in dieser Führungsposition waren oder zumindest eine nicht irrelevante Rolle in solchen Banden gespielt haben. Da gibt es auch einige Fälle, beispielsweise auf Piratenschiffen, wo sie dann höhere Positionen eingenommen haben. Ich wollte das auch noch mal bestärken, dass auch das in der Macht noch China eher ein Randphänomen trotzdem war. Tatsächlich auch, wenn dann eher in führenderer Position oder bedeutenderer Position. Ja, und was man jetzt auch noch mal vielleicht zu dem ganzen Konzept sagen muss, ist, dass es in den direkten revolutionären Situationen, in dem wie dann Geschichte dort gemacht wurde, es häufig eben nicht um den direkten Einfluss von diesen Leuten auf diese Bewegung ging. Außer jetzt bei den politischen Beispielen, wo wir gleich zukommen werden. Weil häufig war natürlich der Einfluss sehr begrenzt. Wir reden hier von Banditenbanden, nicht von militärisch organisierten Strukturen. Bis jetzt auf die, die wirklich dann Teil von einer großen revolutionären Bewegung waren oder die tatsächlich irgendwie eine größere Region unter ihre Kontrolle gebracht haben, war eben dieser Einfluss von solchen Banditenbanden sehr begrenzt. Vielfach ging es dann auch eher darum, wie sie Einfluss auf diese Volkskultur genommen haben. Und da haben sie dann einfach diese Ideen wieder gespiegelt, die wir auch so ein bisschen angesprochen haben. Diese Utopie von einem freien Hinterland, auf dem sich eben bürgerlicher, feudaler, religiöser Ideale so ein bisschen von frei gemacht werden konnte, in der neue soziale Formen ausprobiert werden konnten und vor allem in diesem Konzept von der Rache eben gegenüber dem Unterdrücker. Und genau da überdauerten natürlich auch diese Personen dann als Ideale. Wie wir schon angesprochen haben, Pancho Villa eben, der Verbündete von Zapata in der mexikanischen Revolution, der große chinesische Bandit Wu Sung, Jesse James in den amerikanischen Südstaaten, zahllosen Kosaken oder osteuropäischen Banditen, oder die Banditen vom Balkan, oder wohl der berühmteste von allen, Robin Hood, der tatsächlich nie als Person irgendwie nachgewiesen werden konnte. Yes. Also wahrscheinlich auch eher einfach ein erfundener Mythos. Da haben diese Personen eben wirklich ihre Spur hinterlassen, weil in den tatsächlichen historischen Prozessen war deren Auswirkung dann eben einfach recht gering. Ja, und wie wir auch schon im Beispiel von Villa gesehen haben, gab es dann aber auch eben diese direkten Verbindungen zu revolutionären Strukturen. Da finde ich es auch spannend, dass sich das auch was ist, was sich sowohl durch anarchistische als auch durch kommunistische Geschichte zieht. Sieht man ja auch am Beispiel von Stalin, der ja, bevor er eben in der Partei eine steile Karriere hingelegt hat in der Sowjetunion, vor allem als Bandit und Bankräuber im Kaukasus tätig war und dort ziemlich große Geldsummen für die kommunistische Partei gesammelt hat.
was ja auch häufig gar nicht so stark beleuchtet wird als Teil der Entstehungsgeschichte der kommunistischen Parteien der Sowjetunion, weil das war tatsächlich etwas, was sehr, sehr häufig passiert ist. Also in Moskau zur Zeit der so dem Beginn und dem richtig revolutionären Umbruch gab es zahllose Banküberfälle. Also das war auch nicht nur irgendwie in den Grenzregionen vom Kaukasus, sondern das war auch ganz direkt in Moskau oder St. Petersburg gab es extrem große Banküberfälle und auch Geiselnahmen in den großen Zentralbanken. Das gleiche war ja auch dann mit den Solidarischen, mit Doruti, Ascaso und so weiter. Auch speziell im spanischen Anarchismus gab es ja wirklich eine sehr, sehr breite Tradition von ja diesem Form von sozialem Banditentum, was dann eben vor allem die CNT und andere anarchistische Organisationen mit aufgebaut und finanziert haben. Und insofern, du hast gerade gemeint, ist es halt vielleicht, ja, dass der Einfluss relativ gering war, aber ich glaube, speziell in diesem Bereich, in Verbindung mit der revolutionären Bewegung und den Politstrukturen, war das damals sehr bedeutsam, weil es hat eben an Geld ja wirklich gemangelt. Das war also eine ganz, ganz praktische Ausrichtung einfach, wo man halt eine politisch sinnvolle Aktion, also dass man einfach ja den Reichen nimmt, dass man den Banken nimmt, mit der notwendigen Finanzierung und Aufbau von eben revolutionären Strukturen verbindet. Das ist natürlich etwas, was früher vielleicht auch nochmal etwas besser ging als heute, ne? Weil es einfach schwieriger geworden ist, speziell in so Ländern wie Deutschland oder so. Aber das war doch wirklich sehr, sehr üblich und auch fast im Anarchismus haben so viele Leute, bekannte Persönlichkeiten da eine Vergangenheit in dieser Hinsicht, haben da auch teilweise Jahre für gesessen. Also da gab es schon eine große Verbindung und denke ich auch, das war dann doch schon relevant auch für die revolutionären Organisationen. Das war jetzt kein so Randphänomen, sondern schon eine sehr, sehr wichtige, grundlegende Sache, um halt sich finanzieren zu können auch. Ja, das denke ich tatsächlich auch, aber das zeigt für mich auch, dass es eben nur in dieser Verbindung mit einem tatsächlich revolutionären Programm funktioniert. Ja. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was alle anderen Beispiele, die ich gerade genannt habe, geeint hat, dass sie eben nicht einen direkten Anschluss oder einen wackelten Anschluss eben an die revolutionäre Bewegung haben und deswegen das auch häufig dann einfach irgendwann im Sand verläuft. Weil natürlich, wenn dieses Geld dann in revolutionäre Arbeit gesteckt werden kann, kann auch der materielle Einfluss auf eben revolutionäre Bewegungen viel, viel größer sein. Beziehungsweise ist auch nur dadurch wirklich in einer emanzipatorischen Form möglich. Und ich glaube, da müssen wir dann auch wirklich diese Unterscheidung treffen zwischen einfach den sozialen Banditen, die so aus der Klassengesellschaft hervorgegangen sind und denen, die wirklich auch aus einer revolutionären Struktur stammten beziehungsweise vor so eine revolutionäre Schulung durchgemacht haben. Ich finde es ja auch wirklich spannend, dass man eigentlich sich jede revolutionäre Erhebung oder so größeren Umbruch in der Geschichte angucken kann und dass es immer irgendeinen Fall gab, in dem dann die Banditen dort noch mit reingewirkt haben. Also auch wenn man sich beispielsweise Maos Armee in China anguckt, gab es ja mehrere Fälle von Banditenbanden, die sich dann eben daran beteiligt haben. In der Pariser Kommune tatsächlich auch sehr viele Fälle, wo es auch sehr große Beteiligung der Sexarbeiterin von Paris gab, die dort eigene Strukturen gebildet haben. Wobei man da jetzt auch sagen kann, nicht klar, wie sehr man das als Banditentum bezeichnen sollte. Oder auch noch ein vergleichsweise aktuelles Beispiel, wo in den 60er Jahren auf Sardinien, nämlich einer der letzten Regionen Europas, in der es noch tatsächlich klassisches Banditentum im Hochland und im Inland gab, von einfach Überfällen von Reisenden oder Warenlieferungen, es dann ein Bündnis gab mit dem Aufkommen der separatistischen sozialistischen Partei, wo dann dort Bündnisse geschlossen wurden, bevor dann der italienische Staat halt, das alles im Keim erstickt hat. Aber ein geschichtliches Beispiel, bevor wir zu den wirklich anarchistischen Banditen kommen, würde ich nochmal gerne hervorheben und das sind die Kosaken, weil ich finde, die Kosaken, da kann man sehr vieles, was nochmal soziale Banditen charakterisiert, gut dran sehen. Vielleicht am Anfang erstmal, was waren die Kosaken überhaupt, weil ich glaube, das ist ein Wort, was viele schon mal gehört haben. Das war eine Berufsbezeichnung tatsächlich am Anfang von im Endeffekt Raubzüglern, die in die wilden Steppengebiete südlich von Polen, Litauen und Russland gegangen sind, die zu der Zeit noch von zentralasiatischen Khanaten, vor allem von den Krimtataren, regiert wurden. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Wikinger, wo ja auch häufig angenommen wird, Wikinger sei eine bestimmte Ethnie, was aber auch einfach nur eine Bezeichnung ist für einen Händler beziehungsweise einen Raubzügler. Ja, und das waren dann eben
wie vorher auch schon angesprochen, landlose Bauern, Deserteure, einfach nur Kriegslustige, die dann in diese Steppengebiete reingegangen sind, dort dann Raubzüge begangen haben oder eben gehandelt haben. Daraus entstand dann nach und nach mit immer mehr Austausch mit den zentralasiatischen Völkern auch eine eigene Kultur bzw. eigene Ethnie, weil häufig dann eben diese slawisch-orthodoxen oder slawisch-katholischen Raubzügler dann zentralasiatische Frauen geheiratet haben und daraus entstand dann auch eine Mischkultur eben zwischen slawisch und zentralasiatisch. Logischerweise aus dieser Zusammensetzung aus entflohenen Leibeigenen, flohenden Sträflingen oder einfach nur eben Kriegslustigen, entstand dann auch eine rebellische Kultur eben gegen die zentralstaatliche Autorität. Und nach etablierte sich dort dann auch weg von dem reinen Banditentum und weg von den reinen Raubzügen auch eine eigene Wirtschaft und ja auch eine eigene Versorgung von den Ortschaften, weil man gründete dann auch irgendwann Forts und kleinere und größere Dörfer. Und von da aus ging dann auch immer wieder, ja, rebellische Bewegung oder Aufstände eben gegen den Zaren oder gegen Polen-Litauen aus. Und was ganz spannend ist, ist, dass sich wie bei vielen anderen Beispielen, wie es auch beispielsweise bei den karibischen Piraten der Fall war, sich auch eine recht basisdemokratische und fortschrittliche Kultur durchgesetzt hat. Es gab beispielsweise ein recht progressives Geschlechterverhältnis, natürlich auch, weil die Frau einfach viele Aufgaben übernimmt, während der Mann auf Raubzügen ist, aber auch eine allgemeine viel größere Wertschätzung weg von dem rein traditionellen Reproduktionsgedanken der damaligen Zeit in Bezug auf Frauen. Und es gab auch viele frühe basisdemokratische Entscheidungsfindungen, wie dass man in seiner Räuberbande einfach einen Kopf gewählt hat, der dann eben zu der großen Kosakenversammlung gekommen ist, um dort dann sich mit den anderen abzusprechen und davon ausgehend dann auch größere Raub- und Kriegszüge in Auftrag zu geben und auch Konflikte dort auszutragen. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Rasin-Aufstand von den Don-Kosaken. Nach und nach wurden dann eben die Kosaken immer mehr unter staatliche Kontrolle gebracht, weil irgendwann Russland sich eben ihrer Funktion als, wie soll man sagen, Unterdrückungsmechanismus für die zentralasiatischen Völker ein bisschen leid wurde und die Kosaken zu einem immer größeren Problem wurden. Nach und nach wurden sie dann in den staatlichen zaristischen Apparat einverleibt und schließlich einfach zu einfachen Einheiten für den Zaren gemacht. Und ich finde, das Ganze ist auch nochmal ein gutes Beispiel für diese ganze Widersprüchlichkeit. Also eben von eher auch einer aufständischen Kultur und aufständischen Bewegung gegen den Feudalismus hin zu auch einer Funktion der einfachen Nutzbarmachung eines umkämpften Gebiets in der Grenzregion, also so einem klassischen Frontier, dann eben von dem feudalistischen Staat. Aber gleichzeitig auch immer wieder dieses Beibehalten von rebellischem Potenzial und dieser Entstehung neuer sozialer Normen. Davon ausgehend können wir jetzt überleiten zu einem ziemlich bekannten Anarchisten, den wir ja gerade immer wieder angesprochen haben, der auch immer wieder scherzhaft oder ganz ernst mit den Kosaken in Verbindung gebracht wurde und auch mit so kosakischen Titeln wie Hetman oder Ataman angesprochen wurde. Ja, die Rede ist von Nestor Makhno, sicherlich eine geschichtliche Person im Anarchismus, die für uns und auch für unsere Hörerinnenschaft nicht unrelevant ist. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wer Makhno war und eben auch im Kontext dieser ganzen Diskussion um das soziale Banditentum. Also Nestor Makhno wurde 1888 in Guyapole im damaligen dann russischen Kaiserreich geboren und was dann später eben Ukraine war und starb dann am 6. Juli 1934 im Pariser Exil. Er war einer der bekanntesten Anarchisten, würde ich generell erstmal sagen, und eben nach ihm wurde dann auch später die Bauernarmee der Machnowschtschina in der Ukraine benannt. Und er hat auch mit anderen dann nach dem Scheitern eben dieser Bewegung den Plattformismus, die auch unsere Strömung ist, entwickelt. Er war ein armer Bauer, hatte 5 Geschwister, er musste schon mit 7 Jahren als Schafshirte arbeiten und seine Eltern waren zumindest Teile seines Lebens auch Leibeigene, eben von der Grundbesitzer dort. Das war auch völlig normal zu dem Zeitpunkt, also es gab eine unfassbare, unvorstellbare Armut und Leibeigenschaft und eine große Brutalität der Verhältnisse in der Ukraine. Generell war Ukraine ja auch extrem bäuerlich geprägt.
Sein Vater starb auch schon, als er 11 Monate war, und die Mutter stand dann eben alleinerziehend mit 5 Kindern in dieser Situation da. Ich möchte euch da eine kleine Passage aus dem Buch Erinnert euch an mich, aus seinen eigenen Erinnerungen vorlesen, die einfach nochmal gut so diese soziale Brutalität aufzeigt, in der er aufgewachsen ist und die ihn sicherlich auch sehr geprägt haben in seinen späteren Handlungen. Zu dieser Zeit begann ich, immer dreckig, in zerfetzten Lumpen, barfußig, nach Mist stinkend, meinem reichen Herrn und vor allem seinen wohlgenährten, feingekleideten und parfümierten Kindern gegenüber Zorn, Groll und so gehasst zu empfinden. Diese Ungerechtigkeit habe ich natürlich wahrgenommen. Das Einzige, was mich damals beruhigte, war die kindliche Überlegung, dass es sich so gehört. Sie waren die Herren und ich ein Knecht, den man für das Ertragen des Mistgestankes bezahlte. Nach 2 Jahren habe ich Karriere gemacht, bin vom Viehhirten zum Stalljungen aufgestiegen. Dort habe ich oft gesehen, wie die Söhne des Gutsbesitzers die Stallburschen zusammenschlugen, besonders dafür, dass die Pferde schlecht geputzt wurden. In den dunklen Tiefen meines Verstandes habe ich die Gegebenheiten furchtsam hingenommen. Ich gewöhnte mich an diese Niedertracht. Ich sah, wie die jungen, edlen Herren solche Menschen wie mich zusammenschlugen. Ich schwieg nicht nur, sondern versuchte, wie alle um mich herum, den Blick abzuwenden, so zu tun, als würde ich nichts wissen oder merken. Noch ein Jahr verging, 1902, ich wurde 13. Eines Tages, als wir alle außer dem Stallmeister zusammen zu Mittag aßen, erschienen 2 Söhne des Hausherren und der Verwalter. Sie fingen mit dem Stallburschen Streit an. Der Streit eskalierte und sie begannen, ihn brutal zusammenzuschlagen. Schnell rannte ich zum Stallmeister, der im Stall die Pferdeschweife gerade schnitt. »Onkel Ivan, Philipp wird von den Kindern des Herrn Janssen zusammengeschlagen.« Ivan, noch mit der Schere in der Hand, eilte in den Stall und verprügelte die beiden Herren Söhnchen. Von ihm hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben rebellische Worte. »Niemand soll sich hier schlagen lassen. Und wenn einer der Herren es bei dir versucht, mein kleiner Nestor, greif nach der nächsten Mistgabel und spieß ihn auf.« Für mein Alter, für meine Kinderseele klangen diese Worte schrecklich. Doch instinktiv, im tiefsten Innern, fühlte ich ihren wirklichen Sinn für Gerechtigkeit. Wenn ich später einen der Söhne sah, stellte ich mir oft vor, dass er mich schlagen will und ich ihn mit einer Mistgabel durchsteche. Genau, später hat er dann in einer Gießerei gearbeitet und kam da dann das erste Mal mit revolutionären Arbeitern in Kontakt. Daraufhin entwickelte er sich eben zum Anarchismus. Nach einem halben Jahr Studium von anarchistischen Texten schloss er sich also direkt einer militanten Kampfgruppe, einfach einer kleinen anarchistischen Gruppe an. Diese Gruppe machte eben Enteignungen, Attentate, Flugblattaktionen und so weiter. Und das war auch eben so ein bisschen dieser Beginn vom berühmten Banditentum von Machno. Und auch noch ein letzter Ausschnitt aus eben dieser Zeit, um das ganz gut zu beschreiben. Auf den Terror, den die Regierung in der Ukraine entfesselte, antworteten wir unsererseits mit politischen Attentaten, ohne dabei die propagandistische Arbeit im Lehrzirkel zu vernachlässigen, wo sich ausgezeichnete, energische und aufrichtige Revolutionäre herangebildet haben. Viele von ihnen sind im Kampfverlauf auf dem Schafott oder im Kugelhagel umgekommen. Aber ihre Gedanken und Taten sind nicht spurlos verschwunden, denn die anarchistischen Ideen haben unter den Bauern in Guyapole feste Wurzeln geschlagen. 1907 wurde unser Tätigkeitsfeld erweitert. Auf die Hinrichtungen und Repressalien gegen die Revolutionäre antworteten wir mit neuen Attentaten, um unsere Ideen zu verbreiten, um den Bauern die Nachteile der Reform und die echten Absichten, die sich dahinter verbargen, zu erklären, verteilten wir Flugblätter in russischer und ukrainischer Sprache. Doch das reichte nicht aus. So beschloss unsere Gruppe da, wo es möglich war, die Felder und das Eigentum der Großgrundbesitzer in Brand zu stecken. Wir nannten das Schwarzer Terror. Dies wurde in die Tat umgesetzt. Die Güter und reichen Bauernhöfe brannten wochenlang und niemand löschte das Feuer. Bezeichnend, dass nur Bauern und Arbeiter, die sich den Sozialdemokraten angeschlossen hatten, den Polizisten und Feuerwehrleuten halfen, die Brände zu löschen.
Sie versuchten uns zu erklären, dass man nicht gegen Sachen kämpfen oder das Eigentum vernichten sollte, das Kapital hätte damit nichts zu tun und so weiter. Dieser Umstand war uns von Nutzen, denn er zeigte den Bauern, wer die Sozialdemokraten in Wirklichkeit sind. Bald gab es unter den Bauern in Guayapole keinen einzigen Sozialdemokraten mehr. Es kommt dann also im Verlauf, das führt zu weit, um das alles auszuführen, wie es dann eben zu dieser großen Bauernbewegung, der großen Bauernarmee kommt und der Befreiung der Gebiete, aber es kommt eben im Verlauf zu einer Entwicklung von einer revolutionären Bewegung, die dann also im Kampf gegen die Weiße Armee, teilweise mit Unterstützung dann eben der Roten Armee, große Teile der Ukraine befreit, und diese Bewegung ist eben die Machnowschena, die halt nach Machno benannt ist, wohin er sich halt auch so gemausert hat, sag ich mal, im Kontext seiner langjährigen revolutionären Aktion und seines Banditentums. Ja, und jetzt möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, wie er also und seine Taten kritisch oder auch eher hetzerisch betrachtet wurden, weil es gibt, denke ich, einen sehr großen Mythos und auch sehr großen negativen Mythos um Nestor Machno und die Machnowschena. Und auf der einen Seite muss man sehen, dass das halt darauf beruht, dass es also eine sehr große sowjetische Propaganda einfach gab, weil natürlich irgendwann Machno in Ungnade gefallen ist, verraten wurde und ausgelöscht wurde, und dann wurde er auch einfach als eben ein irrer Barbar dargestellt, der einfach nur wild, mordend durch die Gegend zog, auch total antisemitisch war. Und es gibt zum Beispiel einen witzigen Propagandafilm von der Sowjetunion, wo Machno ein bisschen gezeigt wird, und da gibt's so eine Szene, die hat mich einfach ins Gehirn eingebrannt. Das Karussell? Genau. Ja, ist grandios. Und er wirklich, er sitzt halt auf so einem Jahrmarkt irgendwo in so einem Karussell, fährt halt da rum und schießt halt immer so einfach auf die Leute, die auf diesem Jahrmarkt sind. Und dann sieht man immer so auf Nahaufnahmen, wie dann irgendwie so eine Frau halt so da niedergestreckt wird und so ein Kind, was irgendwie so in ihren Armen halt stirbt und so langsam verendet und so. Und er lacht halt nur so die ganze Zeit so wirre dabei. So. Ich finde das halt spannend. Das ist ja wirklich auch so tatsächlich ein klassisches Propagandamittel, was recht häufig genutzt wurde. Also zum einen war es ja so, dass es generell eine sehr beliebte Bezeichnung war, einfach Rebellen oder revolutionäre Strukturen als ganz ordinäre Kriminelle und Banditen darzustellen, die ja nur irgendwie für sich da ihre Raubzüge machen und sich bereichern wollen. Das zeigt sich ja auch in, finde ich, immer noch einem der absurdesten Beispiele, wo dann eben die Partisanen in Norditalien gegen die Nazis auch als Banditen bezeichnet wurden und in der man dann überall einfach Schilder aufgestellt hat mit Warnung Banditen im Gebiet, auch den Leuten versucht hat, über Propaganda einzutrichtern, dass die ganzen Kommunisten und Anarchisten, die sich da eben gegen die faschistischen Banden wehren, ja einfach nur ganz einfache Banditen seien, die nach ihrem Leben trachten. Und ich glaube auch nochmal ein großes Problem bei Machno war ja natürlich auch, dass er eben immer in den Kontext von den Kosaken gesetzt wurde. Er wurde ja auch immer so als der ukrainische Nationalheld dann von sowjetischer Propaganda dargestellt und wirklich wäre der ja nur für die freie Ukraine kämpft, was natürlich Unsinn war, wenn man sich die Machnowschena angeschaut hat. Da gab es ja Ukrainer, Russen, Juden, Deutsche, da hatten ja wirklich alle ethnischen Minderheiten auch des Gebietes dort zusammen, gemeinsam gekämpft, eben geeint durch ihre anarchistische Ausrichtung und ihr Klasseninteresse. Die sowjetische Propaganda hat sich natürlich diesem Kosakenbild, was ja auch so gesehen stimmt, wenn man sich jetzt die Kosaken anguckt, da einfach bedient, wo es ja, was ich glaube ich gerade etwas unterschlagen habe, sehr viele Fälle eben von antikatholischer Gewalt gab oder auch vor allem antisemitischer Gewalt und eben tatsächlich so ein gewisses ukrainisches Nationalverständnis. Und das wurde ja dann einfach auf Machno übertragen als eben diesen blutrünstigen kosakischen Barbar, der dann versucht einfach nur alle Russen und Juden auszulöschen, ja, genau, und da irgendwie sein kleines faschistisches Banditenreich aufbaut. Aber die sowjetische Propaganda ist nicht die einzigste, die es gibt, sondern es gibt auch sogar innerhalb des Anarchismus da einzelne Fraktionen, die also sehr grundlegend eigentlich gegen die Machnowschena und Machno ins Felde ziehen. Und da ist mir, das freut mich jetzt nochmal auch persönlich, da nochmal drüber reden zu können, weil das ist ein Artikel, den ich vor 2-3 Jahren mal gelesen habe, in der Graswurzelrevolution, ein furchtbarer Artikel erschien mit dem Titel Machnos Gewalt und die Kritik von Anna, tut mir leid, aber der Name Zaxaganskaja.
mit dem Untertitel Russischer Anarchismus und die Revolution 1917. Der ist am 1. Februar 2018 auf der Webseite, könnte man nachlesen. Dem möchte ich mich jetzt so ein bisschen widmen, den Artikel, weil der also ganz gut so die Kritikpunkte nochmal aufzeigt und nochmal so uns tiefer ins Gespräch bringt über eben diese Widersprüche auch letztendlich, die ja tatsächlich auch trotzdem da waren, auch im Kontext eben des sozialen Banditentums. Eine Sache noch vorweg. Auf der einen Seite muss man dazu sagen, dass die Graswurzelrevolution ein sehr, sehr schwieriges Gewaltverständnis hat. Das sieht man auch dann zum Beispiel an solchen Geschichten wie, dass sie sich gegen so eine Kampagne wie Waffen für Rojava positioniert hat, was jetzt nochmal ein aktuelleres Beispiel ist. Aber dieser Text, muss man auch wirklich sagen, dass er zu 100% auf einer Quelle aufbaut, und zwar von einem Historiker, einem bürgerlichen Historiker mit dem Nachnamen Schnell. Und alle Quellen aus diesem Text berufen sich nur auf diesen bürgerlichen Historiker. Und dieser bürgerliche Historiker hat also eine Ausgangslage, der hat also ein Buch geschrieben, das heißt Räume des Schreckens, Gewalt und Gruppenmilitanz in der Ukraine 1905 bis 1933. Und die Ausgangslage dieses Buches ist es also, wie wir es auch schon am Anfang von unserem Podcast heute gesagt haben, okay, die staatliche Gewalt hat halt gefehlt und dann brach einfach ein Chaos aus, wo also verschiedene Banditenbanden und Milizgruppen und so weiter um die Vorherrschaft mittels Gewalt gerungen haben und sie haben sich alle nicht in ihrer Brutalität unterscheidet. Und das ist tatsächlich auch die Prämisse des Buches und dieses Artikels in der Graswurzelrevolution, dass im Prinzip bis auf kleinere Abschwächungen die Machnowschena genauso, also die Schwarze Armee genauso schlimm war wie die Weiße oder wie die Rote Armee. Es gibt dann eben so ein paar Punkte, an denen das festgemacht wird. Zumindestens, das sei auch noch gesagt, ist dieser Punkt Antisemitismus, wird eben durch einen Artikel abgeschwächt und dann kann man auch endgültig das auch mal hier an dieser Stelle sagen, dass es ein völliger Unsinn war, das dem Machnowschena vorzuwerfen von der sowjetischen Propaganda. Und wenn das schon so ein bürgerlicher Historiker sagt, dass es also keine kollektiven Vernichtungsantisemitismus jetzt irgendwie in der Machnowschena gab, dann wird das auf jeden Fall auch stimmen. Es gab ja sogar so Fälle von öffentlichen Hinrichtungen von Leuten, denen nachgewiesen werden konnte, dass sie an antisemitischen Pogromen beteiligt waren und so weiter. Und es gab ja auch ganze jüdische Verbände eben in der Machnowschena und so weiter und so fort. Es gibt dann also eine ganze Reihe an Kritikpunkten, die sich eben vor allen Dingen auf die Gewaltfrage fokussieren. Da geht es dann vor allen Dingen darum, dass behauptet wird, dass es also keine Desertation möglich war, also dass wenn man einmal in der Schwarzen Armee war, dass man nicht mehr herauskommen könnte, sondern dass man dann halt auf jeden Fall erschossen wird. Das halte ich nach allem, was ich auch gelesen habe, für einen auch ziemlich ausgemachten Unsinn, weil selbst die Gefangenen, die gemacht wurden von der Schwarzen Armee, von feindlichen Truppenverbänden, da wurden die einfachen Soldaten auch alle freigelassen. Die wurden mit Essen ausgestattet und anarchistischem Propagandamaterial und konnten sich dann halt entscheiden, ob sie sich der Schwarzen Armee anschließen oder ob sie einfach verschwinden. Was mit den Generälen passiert ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ja, und das ist ja auch spannenderweise auch was, was sich wieder durch die Geschichte von sozialem Banditentum zieht. Gerade bezüglich Piraten haben wir da eigentlich eine recht gute Quellenlage, die das beweist, dass dann eben die Offiziere der jeweiligen Schiffe von der Royal Navy dann immer wieder angehalten wurden und dann befragt wurden bei so einer Kaperei. Na gut, wir gehen jetzt mal bei jedem Matrosen einmal nachfragen, wie hat er euch denn behandelt und was sind so seine persönlichen Ansichten zu eben der ganzen Frage von eben Klasseninteressen von Matrosen. Und wenn einer der Matrosen dann über ihn geklagt hat, dann wurde er hingerichtet. Falls niemand was zu beschweren hatte und es dann sogar Protest von den Matrosen gab, ihn doch bitte am Leben zu lassen, dann wurde er meistens mit einem Boot eben von dannen geschickt und durfte nach Hause gehen, um zu zeigen, dass, hey, hier haben wir wenigstens ein Positivbeispiel. Aber eben den ganz normalen Leuten wurde dann meistens eben nichts angetan. Und wenn das schon bei solchen Piraten der Fall ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es das eben so in der Schwarzen Armee gab. Also das gab es. Es gab sicherlich, weil du musst das ja so sehen, dass das eine Armee war, die sich rekrutiert hat aus dem wildesten Format an Leuten natürlich. Also da waren einfache Bauern natürlich überwiegend, die teilweise auch nur ein sehr basales Verständnis von dem hatten, worum es da ging. Da wurden teilweise einfach Gefangene aus den Knästen rausgelassen, die sich dann auch der Schwarzen Armee angeschlossen haben, oder eben feindliche Truppenverbände, die sich dann teilweise angeschlossen haben. Und es gab auch natürlich antisemitische Vorfälle, Übergriffe zum Beispiel auch und Gewalttaten auch an den einfachen Leuten, an den Bauern von Teilen der Verbände, weil das halt auch einfach was ist, was halt in jedem Krieg unvermeidbar ist. Und
speziell in einem so brutalen wie diesem. Ja, das stimmt natürlich, dass man das eben dann nicht so allgemein formulieren kann. Das ist ja ganz richtig, aber das ist ja auch von mir jetzt eher bezogen auf die direkten, inhaltlich geschulten Bataillone gewesen. Und da kann man ja nochmal einen großen Unterschied machen zu eben den Sachen, natürlich, die am Rand passiert sind. Ja. Weil du hast schon richtig gesagt, dass es ja dann auch einfach irgendwelche Bauernverbände oder entflohene Verbände gab, die dann in der Macht auf China mitgekämpft haben. Aber ich glaube, was noch viel relevanter ist, was man da erwähnen muss, ist, dass es ja ganze Truppenverbände noch mit hierarchischer Struktur aus der Weißen Armee gab oder aus der ukrainischen Nationalarmee, die dann eben zur Macht auf China übergelaufen war und dann unter ihrer Fahne gekämpft haben. Und das ist ja auch gerade das, wovon dann eben so strukturelle Gewalt ausgegangen ist. Und ich denke mal, das ist auch immer eine Sache, die teilweise einem dann schwerfällt zu kritisieren. Genauso wie wenn man sich sowas anschaut, wie beispielsweise Maos Bündnis mit der Kuomintang oder Bündnisse im Spanischen Bürgerkrieg, weil eben einfach die Kriegssituation das notwendig gemacht hat, aber gleichzeitig kann man dann auch sagen, dass es auch einfach große Probleme innerhalb der inneren Struktur von der Macht auf China gab, dass eben nicht in dem Maß dagegen vorgegangen wurde. Aber das ist eben immer eine ziemliche Gratwanderung und später wurde ja auch einfach sehr viel Kritik dann aus den Leuten, die die ukrainische Revolution mitgemacht haben, selber an dem Ganzen formuliert. Der Artikel versucht jedenfalls und dieser Historiker versucht jedenfalls letztendlich im weitesten Sinne auch diese Anschuldigungen, die halt im propagandistischen Sinne von der Sowjetunion eben gemacht wurden, da dann halt auch inhaltlich zu untermauern anhand von sehr dürftigen Quellen. Ich würde jetzt einfach nochmal versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen, wie man aus unserer Sicht die Macht auf China betrachten kann, speziell auch eben im Hinblick auf die kritischen Momente. Also zu Beginn muss man da einfach sagen, dass die Machnowschena und Machno sind Volkshelden in der Ukraine. Speziell eben in der einfachen Bauernschaft ist Machno ein Synonym mit Robin Hood so. Wenn da nicht was dran wäre, wenn da nicht ein Teil der Wahrheit drin liegen würde, dann würde das so nicht existieren. Dann wäre dieser Mythos ja gar nicht so entstanden. Also ich denke, es besteht einfach ein Fakt, dass über weitere Strecken, über größere Teile viel der Gewalt, die ausgeübt wurde, eben vor allen Dingen gegen die herrschende Klasse und ihre Unterstützer und eben in dieser Kriegssituation ausgeübt wurde. Und das hat sich eben auch, dieses Bild hat sich dann auch eben bis heute in der Bauernschaft gehalten, Mythos hin oder her. Dann ist als nächstes, was ich ja probiert habe, so ein bisschen zu zeichnen, die Zustände waren extrem gewaltvoll und in so einer Situation, wo die Bauernschaft über Generationen hinweg Leibeigene waren, einfach nur Sklaven im Prinzip waren, für ganz, ganz wenige, die halt ihr Land besessen haben und die sie aufs Brutalste ausgebeutet und versklavt haben, ist einfach erstmal verständlich und aus unserer heutigen Sicht völlig unbegreiflich, was das bedeuten muss, wenn du dann plötzlich in die Situation kommst, dich an diesen Leuten rächen zu können und dein eigenes Land erobern zu können. Das ist also ein unfassbares Vakuum, was da aufgebaut wurde, letztendlich, wo natürlich auch einiges an Scheiße passiert ist und das muss auch klar sein. Die Region war generell total zerrissen von dem Krieg. Es gab teilweise Ortschaften, die wöchentlich gewechselt sind, wer da gerade die Kontrolle hatte. Natürlich ist es da unfassbar, was das mit so einer Gesellschaft macht und was da an Gräueltaten auch passieren. Und der Einsatz von so massiver Gewalt und der so krasse Kampf um Leben und Tod, da gab es auch, denke ich, in der anarchistischen Geschichte keine vergleichbare gesellschaftliche Situation, in der sich eine große revolutionäre anarchistische Bewegung befunden hat. Und deswegen war es natürlich auch so, dass da richtig viel Scheiße passiert ist, aber dass, wenn man das eben im Kontext sieht von eben Vergleich zur Roten und Weißen Armee, das eben kein Vergleich ist. So, es ist kein Vergleich von dem, was dort passiert ist, auch wenn man die Sachen auch aus heutiger Sicht kritisch betrachten muss. Auch wichtig ist, dass natürlich die Bauernschaft sehr ungebildet war und dadurch natürlich es auch sehr viel schwieriger war, da die Ideen wirklich so zu realisieren, wie man sich das vorstellt. Auch wenn natürlich mit dem Graswurzelartikel wird dann halt so gesagt, ja, er hat halt den Bauern gar nicht probiert, den Anarchismus zu erklären und so etwas. Und machen halt einfach mit einfachen Worten zu den Menschen gesprochen, die sie halt verstehen und in einfachen Worten die anarchistische Idee probiert zu vermitteln. Was man vielleicht noch als Zusatz sagen muss, ist, dass es eben vor allen Dingen im Verlauf, also im Verlauf der kriegerischen Handlungen und umso
unwahrscheinlich, als würde das zu gewinnen. Diese Situation ist zu krassen Verfehlungen und diese Probleme, die es eben gab, haben sich verfestigt. Und das ist ja auch eine wichtige Lehre, dass man eben sieht, okay, Machno zum Beispiel ist halt im Prinzip Alkoholiker gewesen und noch stärker geworden. Und es stimmt halt eben auch, dass es dann im späteren Verlauf so Vorfälle gab, wo er einfach mal durchs Dorf gezogen ist und in der Luft rumgeknallt hat oder so, weil besoffen war oder irgendwelchen Leuten gesagt hat, so, führ jetzt diesen Befehl aus oder du bist halt tot oder sonst irgendwelche Geschichten. Das ist also eine wichtige Lehre einfach, dass in so einem gewaltvollen Verhältnis, in so einer auch dann teilweise Machtakkumulation, die dann auch Machno selbst halt mit der Zeit besessen hat, auch von den Funktionen her, wo er dann teilweise auch teils unangreifbar wurde, das sind einfach wichtige Lehren, dass man da halt anders umgehen muss, das also anders zu gestalten. Insgesamt, denke ich, ist es aber in Anbetracht der Situation, und damit will ich das halt nicht rechtfertigen, aber in Anbetracht der Situation bleibt halt Machno bis zu seinem Tod halt als Anarchist ein zentraler, dass er einen zentralen Beitrag für den Anarchismus geleistet hat. Und das natürlich aus heutiger Sicht das immer leicht ist, da irgendwie moralisch zu verurteilen. Ich würde auch noch als endgültiges Fazit so ein bisschen daraus ziehen, bezogen auf das Banditentum, das immer eine wichtige Rolle spielen wird, wie wir das ja auch schon im Podcast bisher gesagt haben, aber dass eben das nur immer am Rande eine Rolle spielen darf. Also es ist kein Zentrum der Aktivität sein darf. Und das ist ja auch eben so ein Problem, was teilweise dann in der ukrainischen anarchistischen Bewegung dann vielleicht vorgeherrscht hat, dass so gewerkschaftliche Organisierung und all das vielleicht auch zu schwach war und dass eben dieses Banditentum eine sehr wichtige Rolle in diesem Kampf eingenommen hat. Dadurch, dass auch so eine Verschiebung hin zur Gewalt und so noch stärker kommen kann. Und wenn du eben eine starke gewerkschaftliche, starke soziale Bewegung hast, die eine Alternative in der Gesellschaft eben aufbaut und dann am Rande davon Banditengruppen hast, die das eben finanzieren, wie zum Beispiel in Spanien oder so der Fall war, dann ist also das eine sinnvolle Sache und das kann man auch aus dem Machnow-China definitiv lernen. Ja, ich denke, die Machnow-China ist da immer noch ein super Beispiel für eben genau dieses Zusammenspiel von Banditentum und revolutionärer Struktur in einer feudalen Gesellschaft. Mhm. Und das haben wir auch schon am Anfang angesprochen und das möchte ich jetzt noch mit der Überleitung zu einem weiteren Anarchisten, den wir kurz erzählen werden, sagen, dass natürlich mit dem Ende des Feudalismus, mit dem weiteren Umsichgreifen kapitalistischer und staatlicher Autorität nach dem Zweiten Weltkrieg es immer weniger ein Phänomen war und immer stärker zurückgegangen ist. Weil desto befriedeter ein Gebiet ist, desto mehr der Staat weniger starke Repression anwenden muss, desto ausgebauter dieses Repressionssystem ist, desto stärker geht natürlich auch so ein Banditentum, was sowas wie in der Machnow-China möglich macht, mit wirklich großen Enteignungen einfach auch zurück. Da sehen wir auch dann einen Wandel, nämlich das, was vor allem dann auch in den Großstädten vorgeherrscht hat und was auch in den kapitalistischen Staaten sich noch lange gehalten hat, in seltenen Fällen kann man ja auch sagen, noch bis heute hält, ist, dass der Bankraub immer mehr ins Zentrum von eben diesem Banditentum gerückt ist und dass sich diese wirklich größeren Enteignungen dann immer mehr an die Peripherie verlagert hat vom Imperialismus betroffenen Ländern. In einer Periode, in der es sehr häufig eben zu solchen Banküberfällen kam, hat auch Francesco Sabaté gewirkt. Es war nämlich so, dass nach dem Ende des Spanischen Bürgerkrieges, gerade in der Grenzregion zu Frankreich, es immer wieder zu Raubzügen hin in das vom Franco-Regime kontrollierte Spanien gab. Francesco Sabaté war ein katalanischer anarchistischer Revolutionär und Bandit, der auch in der Durruti-Kolonne mitkämpfte, dort dann auch in dieser Zeit gleichzeitig immer wieder in der republikanischen Armee mitgekämpft hat. Und dort kam es dann auch zu mehreren Zerwürfnissen. Beispielsweise hat er immer wieder den von den Kommunisten kontrollierten Verbänden vorgeworfen, dass sie die anarchistischen Bataillone in Todesmissionen schicken würden. Was ja auch tatsächlich was ist, was in einigen Fällen nachgewiesen werden konnte, was tatsächlich auch so taktisch passiert ist. Als dann es zu einer besonders starken Schlacht kam, die eigentlich einer Selbstmordmission für sein Bataillon gleichte, erschoss er dann den kommunistischen Offizier, nachdem dieser 80% seiner Kameraden in den Tod geschickt hat,
wo man jetzt sagen könnte, nun gut, verständlich. Daraufhin wurde er dann auch in ein republikanisches Gefängnis gesteckt, aus dem er sich dann befreien konnte und dann von seinen Freunden wieder in der Duruti-Kolonne untergebracht wurde. Dort kämpfte er dann auch bis zum bitteren Schluss gegen das faschistische Regime und musste dann schließlich nach Frankreich fliehen, als dann die letzte Schlacht geschlagen war und es klar war, dass das faschistische Regime die Macht übernehmen wird in Spanien. Dort kam er dann auch aus dem Internierungslager in die Fabriken vor Ort und fing da auch an, in einer Stahlfabrik zu arbeiten. Und dort lernte er auch dann wieder Genossen kennen. Mit denen gründete er dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kleine Banditenverbände und eine im Exil tätige Widerstandsgruppe. Diese rekrutierte er dann eben auch aus anderen anarchistischen Exilanten aus den Fabriken, deren Verwandten und Kindern und formte dann diese Widerstandsgruppe, mit der er dann immer wieder verschiedenste Raubzüge in Spanien ausführte. Man muss sich das auch so vorstellen, dass die Grenze damals dort über die Pyrenäen recht durchlässig war und es wirklich zahlreiche, vor allem anarchistische, aber auch kommunistische Widerstandsgruppen gab, die immer wieder versucht haben, gerade in Katalonien zu wirken und dort eine auch im Land selber tätige Widerstandsorganisation aufzubauen, weil nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs kam es ja durch das Franco-Regime zu sehr, sehr großen Verfolgungen von eben sozialistischen Kämpfern der Zeit und vor allem auch von den noch in den Strukturen Tätigen. Und es wurde eigentlich alles, was dort existiert hat, zerschlagen und hunderttausende Leute wurden umgebracht. Was man dabei aber bedenken muss, dass es nicht ganz vergleichbar ist mit dem, wie es beispielsweise in Nazi-Deutschland war, weil es sich eigentlich immer in Spanien noch überlebt hat, dass diese Gewerkschaftsstrukturen, das anarchistische Strukturen, das kommunistische Strukturen weiter existieren konnten. Und deswegen hatte man ja auch in einem Gebiet, in dem es ja eine tatsächliche Revolution wie in Katalonien gab, einfach einen Nährboden, wo man immer noch wirken konnte. Sabater hat dann wirklich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sachen dort in Spanien organisiert, die er eben vor allem mit solchen Raubzügen finanziert hat. Er ist bei Großgrundbesitzern eingebrochen, hat deren Geld entwendet, hat Banküberfälle ausgeführt, aber hat eben das Ganze immer mit einem Klassenbewusstsein getan und auch in diesem Fall tatsächlich dann mit einem revolutionären Bewusstsein im Hintergrund, weil dieses Geld floss natürlich auch direkt in revolutionäre Strukturen. Mit dem Geld organisierte er dann auch beispielsweise Gefangenenbefreiung von anarchistischen Genossen in Barcelona selber, Angriffe auf Polizisten und dort auch auf das Polizeihauptquartier, wo es eine ganz witzige Geschichte gibt, die vielleicht auch nochmal darstellt, wie zahlreich eben der Widerstand war. Dort ist nämlich ein Angriff mal auf ein Polizeihauptquartier daran gescheitert, dass auf einmal herauskam, dass es gerade zwei anarchistische Gruppen gab, die zum gleichen Zeitpunkt einen Angriff auf dieses geplant hatten, unabhängig voneinander, ohne das Wissen, dass sie existieren. Das nennt man doch mal Clandestinität. Auch eine spannende Tat von ihm war, dass er einen selbstgebauten Mörser bei einem Besuch Francos dafür einsetzte, um revolutionäre anarchistische Flugblätter in der Stadt und Infomaterial zu verteilen, die er dann mit diesem Mörser verschoss. Das fand ich auch mal was anderes. Aber gleichzeitig sieht man natürlich auch an so etwas wie diesem Angriff auf das Polizeihauptquartier, dass es auch große Probleme gab. Die anarchistische Bewegung war zu der Zeit extrem zersplittert und auch wenn sie sehr zahlreich war, gab es wirklich keine gemeinsame Strategie. Auch seine Taten in Spanien führten zu weiteren Spannungen. Beispielsweise die MLE-CNT distanzierte sich von ihm, da nach deren Ansicht seine teils doch wirklich sehr öffentlichkeitswirksamen Taten große Repression für die anarchistische Bewegung vor Ort nach sich zogen, wo er auch sich nie selber von erholte und einen bis zu seinem Tod andauernden Groll gegenüber der MLE-CNT dann hegte, was natürlich ein gemeinsames strategisches Vorgehen nicht erleichtert hat. Und das ist auch was, weswegen er dann teilweise eben kritisch gesehen wird. Man muss natürlich verstehen, dass aus der Perspektive von Anarchisten, die dann eben in einem faschistischen Regime gelebt haben, es als sehr schwierig schien, wenn eben Exilanten aus einem sicheren Land, weil das war Frankreich zu der Zeit, das muss man sagen, es gab vergleichsweise geringe Repressionen gegenüber anarchistischen Strukturen und selbst solchen militanten anarchistischen Strukturen, die ins Franco-Regime gefahren sind.
Und er konnte sich immer wieder zurückziehen. Die anarchistischen Genossen mussten dann in Anführungszeichen mit den Folgen seiner Taten dort leben. Das kann man natürlich nicht zu 100% so sagen, aber vielleicht macht das das verständlich, aus welcher Perspektive diese Kritik kam. Ganz anders war eigentlich die Sichtweise des Volkes darauf. In Katalonien galt er wirklich als absoluter Volksheld, sowohl als Volksheld für das katalanische Nationalbewusstsein, was ja auch sehr unter dem Franco-Regime gelitten hat, als auch natürlich unter der immer noch starken anarchistischen Volksbewegung. Auch wenn sie dann nicht in dem Sinne wirklich aktiv war, gab es ja noch ein starkes anarchistisches Bewusstsein in der Bevölkerung. Und das war natürlich einfach nur grandios in dem Sinne, was Sabaté da geleistet hat, dass er wirklich ganz offen und selbstbewusst dort militante Aktionen gegenüber nicht nur den Großgrundbesitzern, sondern ganz direkt gegen das Franco-Regime ausgeführt hat. Ein Charakteristikum von ihm, was auch immer sehr große Bewunderung nach sich zog, war sein Umgang in Feuergefechten. Seine Strategie war es nämlich, nicht wie in Feuergefechten üblich, Deckung zu suchen oder sich aus solchen Feuergefechten zurückzuziehen, sondern er hatte die Strategie, immer offensiv direkt auf die Polizisten oder Militärs, die auf ihn schossen, zuzugehen. Was zu sehr großer Verängstigung bei diesen geführt hat, weil, das schafft natürlich einen gewissen Unsterblichkeitsmythos. Und das muss man ja auch sagen. Er war 15 Jahre lang militant dort aktiv bis eben zu seinem Tod am 5. Juni 1960. Das ist wirklich für jemanden, der solch ein Leben geführt hat, eine ganz schöne Zeit. Zum Ende hin gab es auch nochmal Veränderungen in Frankreich selber. Dort wurden dann die Repressionen angezogen gegenüber den anarchistischen Widerstandsgruppen, weil natürlich auch die sozialen Spannungen in Frankreich selber zunahmen. Dort dann auch immer wieder es dann Überschneidungen natürlich zu anarchistischen Kämpfen in Frankreich selber gab und die Polizei hob dort auch dann ein Waffenversteck von ihm aus. Davon konnte die Widerstandsgruppe sich dann nochmal erholen, aber es gab dann bei einem Grenzübertritt schon im Vorhinein Infos für die Guardia Civil, die dort auf die Widerstandsgruppe dann gewartet hat und die sie dort eingeschlossen hat und in einem Feuergefecht alle bis auf Sabaté getötet hat. Er war der Einzige, der noch wegkommen konnte und konnte sich dann mit einem Zug noch nach Barcelona absetzen, wurde dort aber dann weiter verfolgt. Natürlich auch durch seine schwere Verletzung beim Feuergefecht selber war er schon recht kampfunfähig und wurde dann schließlich an Saint-Céloni in der Nähe von Barcelona erschossen. Falls ihr mal dort in der Ecke seid, könnt ihr auch in der Stadt selber vorbeischauen. Da wird noch bis heute an seinem Todestag an ihm gedacht und es gibt auch verschiedene Gedenkorte. Das ist schon Wahnsinn, was es da auch für so Parallelen zwischen Machno und Sabaté in diesem Sinne von diesem Kampfmythos gibt, der ja wirklich auch faktisch ist. Also ja, auch was Machno an Auseinandersetzungen überlebt hat und was die Machno-Chiné für krasse Gefechte geführt hat und was er auch für ein Militärstratege war und auch was Sabaté da überlebt hat an Aktionen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Und deswegen, da ist ja auch was dran, ne? Das sind ja auch einfach krasse Leute gewesen, die einfach Unfassbares überlebt und getan haben, auch einfach so, ganz allgemein gesagt mal. Ja, du hast es ja schon mal wirklich gesagt, also dieser Mythos um solche Leute, der kommt nicht von ungefähr. Ja. Das ist nicht nur fabriziert, sondern das ist auch tatsächlich so passiert. Davon ausgehend, wie gerade angesprochen, kann man nochmal sagen, dass nach so einem Aufleben von eben dieser Form von sozialem Banditentum ist es dann leider auch in den westlichen Staaten, den imperialistischen Zentren so gewesen, dass nach und nach diese Form des sozialen Banditentums natürlich auch mit der sonstigen revolutionären militanten Bewegung immer stärker zurückging. Es gab dann nochmal eine kurze Zeit, in der auch wieder diese Form aufgenommen wurde, gerade in Bezug auf Solidaritätssachen mit dem palästinensischen Widerstand, wo es dann in Dänemark, in den Niederlanden, aber auch in Deutschland Banküberfälle gab, wo dann Geld an revolutionäre Strukturen im Ausland geliefert wurde oder eben dann auch für die Stadtguerilla in den eigenen Staaten. Aber eine tatsächliche Verbindung von Banditentum mit einer revolutionären Massenbewegung konnte es so nicht mehr geben, weil auch einfach die Massenbewegungen immer kleiner wurden. Da sind wir dann auch eigentlich so ein bisschen an dem Ende dieser Ära, zumindest für den Westen angekommen. Naja, also Griechenland kann man schon noch als Beispiel nennen, wo es halt eine eigentlich ungebrochene Tradition vom bewaffneten Kampf und auch diesem Form von Banditentum gibt.
Aber du hast auf jeden Fall recht, dass es halt in der Breite eher was ist, was der Vergangenheit angehört, was aber, denke ich, ja auch wieder kommen kann. Also wenn es halt wieder größere Bewegungen gibt, dann wird es sicherlich auch an so bestimmten Kipppunkten auch wieder ein Aufleben von so einem gewissen Banditentum auch wieder geben. Da bin ich mir sicher, weil das einfach miteinander einhergeht. Es ist einfach logisch, dass sowas auch ein gewisser Teil von der revolutionären Bewegung ist. Ja, und du hast ja auch richtig angesprochen, Griechenland zeigt uns das ja auch eigentlich ziemlich gut in Krisensituationen, in Situationen, in der der Staat eben nicht mehr seine Macht ausüben kann, wird es genau wieder zu diesen Kipppunkten kommen und dort werden wir uns dann auch wieder stärker mit diesem Phänomen auseinandersetzen müssen. Vielleicht noch ein kleiner spannender Ausblick auf Kommendes. Ein Phänomen, wo das ja auch immer wieder dran besprochen wird im Jetzt, sind die somalischen Piraten. Dort wird ja von absoluten Schreckensbildern, von islamistischen, modernen Seeräubern, die Handelsschiffe des Roten Meers in Furcht und Schrecken versetzen, hin zu einfach nur armen Bauern und Fischern, die sich nicht mehr anders über Wasser halten können. Eine ziemlich spannende Diskussion in den bürgerlichen Medien geführt. Und deswegen werden wir uns auch nochmal gesondert, irgendwann noch nicht klar waren, mit dem Thema Piraterie auseinandersetzen und was man da eigentlich für spannende Beobachtungen von sozialem Banditentum machen kann. Aber für heute, denke ich, soll es das auch im weitesten Sinne gewesen sein. Es war ein spannendes Gespräch auf jeden Fall zu einem Thema, was, denke ich, auch weniger Betrachtung erfährt, speziell aus unserer Perspektive. Und es ist wichtig, dass es aus unserer Perspektive Betrachtung erfährt, weil ich hoffe, wir konnten diese Widersprüchlichkeit von dem Ganzen sichtbar machen, aber auch ganz klar sagen, dass diese Heldengeschichten, die es dann im einfachen Volk gibt, das sind auch unsere Heldengeschichten. Und das ist auch ein Stück weit auch der Erfolg und die Geschichte unserer Klasse und die Geschichte der anarchistischen Bewegung und auch andere revolutionäre Bewegungen natürlich, dass es also diese Geschichten gibt, dass es auch einfach Genossinnen und VorkämpferInnen von uns gelungen ist, da mit beispielhaften Aktionen und mit einer beispielhaften Entschlossenheit und mit beispielhaften Leben auch ein Stück weit ja sich zu verewigen und damit auch unsere Ideen einen sehr, sehr großen Dienst auch geleistet haben. Und auch der Befreiung unserer Klasse einen großen Dienst geleistet haben und auch große Opfer gebracht haben dafür. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und bei diesem komplexen und wirklich spannenden und häufig auch ambivalenten Thema freuen wir uns natürlich auch über die Diskussion mit euch darüber und über die ganzen Beispiele, die wir da auch mal im Genaueren diskutieren könnten. Deswegen schaltet auch gerne dann am kommenden Mittwoch in den Livestream ein und lasst uns dann darüber diskutieren. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar spannende Banditengeschichten, die es ja wirklich in Hülle und Fülle weltweit gibt, die wir vielleicht vergessen haben. Ja, 19 Uhr bei YouTube und Twitch und auch ansonsten, wir freuen uns über Unterstützung, verbreitet den Podcast, wir freuen uns auch über geldliche Unterstützung, wir sind nun mal keine Banditen, die einfach eine Bank aufmachen können, sondern wir haben uns auf das Podcast-Geschäft fokussiert und jetzt müssen wir an die Kohlen des Volkes, na ja, toll. Genau. Irgendwie müssen wir es auch finanzieren, heute war eine echt inhaltlich sehr konzentrierte Folge, ich glaube, wir haben nur einen Bruchteil von dem erzählt, was wir eigentlich erzählen wollten, weil es einfach fast schon zu viel war, aber ja, hat auf jeden Fall viel Liebe und Arbeit drin gesteckt. In dem Sinne, Joshua, möchte noch ein Zitat zum Abschluss mit euch teilen. Und zwar der Nachricht, die Sabaté immer den Großgrundbesitzern und Reichen hinterließ, denen er ein wenig Geld für revolutionäre Arbeit abgeluchst hat. Wir sind keine Räuber. Wir sind Kämpfer des libertären Widerstands. Was wir soeben mitgenommen haben, wird ein wenig dazu beitragen, den verwaisten und elenden Kindern jener Antifaschisten zu essen zu geben, die ihr und euresgleichen erschossen habt. Wir sind Menschen, die niemals um das gebettelt haben und niemals um das betteln werden, was uns gehört. Glück auf. Glück auf.